Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute hier zur neuen Mod-Vorstellung. Ich möchte euch heute hier, die Kategorie Flüge, euch hier den Jimpa SJ-Serie euch heute hier vorstellen. Ja, finde ich schon mal ganz coole Sache, ja, dass wieder mal so viele Mods geben. Ein Nachteil hat das Ganze hier. Die meisten Sachen sind leider hier nicht fehlerfrei. Gleich wie hier dieses gute Stück hat ein paar Warnings drin in der Lok. Ja, aber erst fangen wir hier erstmal hier mit dem guten Stück erstmal an. Also, das gute Stück kostet hier 7.590 Euro in Anschaffung und hier Leasing 387. Ja, 2 Tonnen und wir haben hier einen Leistungsbedarf hier von 240 PS, entsprechend hier 177 kW, eine Arbeitsbreite von 4,20 Meter, eine Geschwindigkeit hier ja, von 13 km/h. Wir haben hier die Möglichkeit jetzt hier ein bisschen was zu machen. Jetzt haben wir den SJ7, dann können wir hier den SJ9 RS nehmen oder hier den, aber das irgendwie wird das da hinten immer länger, also okay, den SJ11 RS, ja. Also, wie wir hier sehen, also ändert sich das Ganze hier natürlich sehr. Schauen wir mal hier, also 2,5 Tonnen, 2,7. Also, Leistungsbedarf hier bleibt hier gleich, wie wir sehen. Interessant. Obwohl der ja schmäler ja auch wird, wenn man jetzt hier das jetzt anschaut. Also, er ist schmäler. Der wird dann hier auch schön immer breiter. Also, ich vermute mal hier, der Eintrag hier stimmt nicht so ganz. Dann haben wir hier Farbwahl, wie wir sehen, aber was ändert sich jetzt hier? Also wir haben jetzt hier, das scheint hier auch nicht zu funktionieren. Designfarbe, ja, schwarz, ja, die Walze funktioniert schon mal, wie wir sehen. Also, wir schauen uns das gute Stück mal an. Ich habe den schon mal gekauft. Ich hoffe, ja, das ist ja der kleine, wie wir hier sehen. Ja, schauen wir mal, ob hier unser Trecker hier das natürlich hier schafft. Das lassen wir uns mal überraschen, sonst muss man halt nachher hier uns einen anderen holen. Also, nehmen wir mal an. Hier, Animation ist hier gegeben. Bin ich mal gespannt, ob wir es schaffen oder nicht. Wir fahren einfach mal hier aufs Feld natürlich mal raus. Sind wir hier gerade. Wir sind ja nicht allzu weit, wie wir hier sehen. Also wir senken mal das Gerät. Ja, wie wir mal sehen, also er mit seiner 190 PS schafft das nicht, wie wir mal sehen. Also wir hängen das Ganze mal ab. Schade irgendwie. Ja, dann braucht man hier natürlich hier einen stärkeren Trecker. Ja, ich schmeiß den mal um. Ja, schauen wir mal. Aber er fällt doch auf alle vier wieder. Cool. Also, wir brauchen hier einen starken Trecker. Also, Großtraktoren. Wir brauchen hier einen mit anständigem Bums unter der Haube. Ja, dann nehmen wir gleich hier den. Hier, der hat hier 296 PS. Also, wir nehmen gleich mal hier diesen. So. Da braucht man nicht viel machen. Großen Vario. Da hätte er lieber den anderen genommen, aber tja. Ist ja egal. Den noch nicht richtig. So. Hier passt, funktioniert. Felder stellen, wie wir hier sehen, können wir auch. Schalten wir auch mal gleich mal aus. Wir schauen auch gleich mal hier, ob hier der Helfer fährt oder nicht. Sehen wir auch gleich, ob der hier vorne hier dreht oder nicht hier dreht. Stauben, das Ganze hier, wie wir sehen, tut das eher ausgezeichnet. Ah. Giants hat hier keine Kollision reingemacht. Die Helfer freundlich.
Also wir mal sehen hier, der Helfer scheint hier ganz gut mit hier den Tiefenlockerer hier zu funktionieren. Den zieht es ab und zu mal ein bisschen raus. Schau uns ja auch hier gleich natürlich hier uns die Lok an. Also, da sehen wir jetzt hier, wir haben hier Warnings drin. Damals war 2, 4, 5 Warnings drin, was den Mod hier betrifft. Ja, schade irgendwie. Ups, so. Ja, das war's eigentlich soweit. Ich hoffe, euch hat trotzdem hier das Video gefallen. Wenn ja, schaut's doch wieder rein. Würde mich persönlich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.